Ja, es muss schon aber aussehen, was ich da drauf klebe. Nehmen wir denn mal. Ja, für diesmal so eine kleine, mal eher eine andere Folge, mal nicht so typisch nur fahren. Sieht doch mal gar nicht so schlecht aus, ehrlich gesagt. Alles so. Und das theoretisch noch mal reinsetzen, irgendwie auf eine andere Stelle. Das sieht doch dann vielleicht ein bisschen geiler aus. Ja. Da könnte ich mich. Warum mache ich das eigentlich immer wieder neu? Ich kann doch einfach drin bleiben. Das ist wieder auch mal schon eine Taktik. So. Ich hab schon überklebt das Fragezeichen, ey. So, ja. Es sieht okay aus. Jetzt nicht unbedingt das Meisterwerk an Kunst, was ich hier ablief, aber kann man jetzt auch nicht von mir erwarten. Tut mir leid. Ich finde, so sieht auch okay aus. Komm, lassen wir ihn so. So ist er vollkommen okay. Bestätigen und bezahlen. Oh, hier hinten könnten wir noch was. Zum Beispiel so ein paar Titel oder Aufkleber drauf, wo Schrift ist. Ein bisschen realistisch. Weil, guck, ja, Werbung ist ja eh immer beim Auto mit drauf. Da haben wir, glaube ich, keine außer Solar Crown, ne? Guck, selbst da spiegelt er. Was soll denn der Kack? Das ist doch Blödsinn. Machen wir spiegeln hier aus, da kommt es halt nur auf einer Seite das oder Crown. Und daneben. Das vielleicht, ich weiß nicht, sieht das aus, wenn ich das da drauf klebe. Nee, das sieht nicht aus. Vielleicht klebe ich doch gar nichts mehr hin. Könnte natürlich theoretisch noch so eine kleine Italienflagge hier hin tun, theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob das aussieht. Hoppala. Ne, sieht nicht aus. Wir lassen es so, so gefällt er mir. So ist er vollkommen okay. Bestätigen und bezahlen. 64.000 kostet die Scheiße jetzt, Alter. Gut. Sieht doch in Ordnung aus. Ich weiß, es ist jetzt nicht alles so perfekt lackiert, aber hey, was soll's. Gekauft Autoklebkleber, 10 Punkte. Wow, atemberaubend viel. So, nochmal 30 Punkte. Ja, gekauft Autoaufkleber, ja. Ich krieg das jetzt dauerhaft so voll gespammt. Dankeschön. A2-Meisterschaft haben wir jetzt heute, ne? Die A2. Gehen wir an den Start. Da sind wir. Können wir da irgendwie in die Nähe spawnen? Da können wir hin, das ist doch gut. Warte mal, da machen wir mal kurz GPS drauf. Und die GPS. Und dann spawnen wir. Gehen wir hier hin und dann können wir von da direkt losfahren. So. Kurz mal ein bisschen mein Werk betrachten. Ja, das sieht hier links, sieht super aus. Man sieht auch nicht, dass die Streifen nicht ganz symmetrisch sind. Das fällt gar nicht auf, so aus der Sicht. Das Einzige, was halt stört, dass es da eben hier falsch rum gedreht ist. Aber es hat irgendwie jedes Spiel dieses Problem. Mit dem Schwarzen bin ich gar nicht so zufrieden. Aber ist egal, es passt jetzt. So. Wir fahren einmal zum Ziel. Mit unserem schicken Ferrari. Ein bisschen jetzt Rennoptik mal gegeben, damit wir noch hier mal ein bisschen aufs Gas treten können mit dem Auto. Und dann fahren wir mal kurz zum Ziel, zur A2-Meisterschaft. Ah, der hat schön viel, ja, der hat so schön viel Dampf, das ist wunderbar. Kann man jetzt mal ein bisschen mit heizen mit der Karre. Gut, an die Cops. Aber den interessiert das nicht, dass ich hier gerade mit über 200 Sachen lang heize, das finde ich gut. Das sind soziale Cops, die interessiert die Geschwindigkeit nicht, die man fährt, weil es ja total ungefährlich mit über 200. Danke, KI, dass du geil ausgewichen bist. Du bist ja überhaupt nicht selber. Ups, abbrechen. Nein, ich will nicht fahren. Ist jetzt doch keine 1000 wegen dem Rennen. Ich bin total arm. Ich kann doch keine 1000. Hier. Oh nö, jetzt geht das wieder los. Aua. Sieht nicht schön aus, meine Front. So, jetzt mal gucken. Jo, vielleicht. Komm. Oder ist auch mal. Ich wette, stehen irgendwo. Ich wette, stehen irgendwo auf dem Berg. Ich wette es. Und mit dem Ferrari nicht hinkommen. Komm schon, du bist das genug PS, Mann. Zu viel, um ehrlich zu sein, um auf dem Berg hier hochzukommen, glaube ich. Rückwärts. Komm, rückwärts. Wie sich immer an diesem Baum festhakt. Magst du den so? Der bist Baumliebhaber, hä? Ist das in Italien so, dass man Bäume verehrt?
könnten die Karre sein? Ich guck mal gerade ein bisschen mich hier um. Boah, ob ich hier nicht hochkomme. Wenn ich irgendwo auf dem Berg steht, wäre ich ziemlich gearscht, dann werde ich nicht kriegen. Ah. Ich fahr jetzt mal hier runter, mal gucken. Wow, 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 da hat er mich rumgehauen. Schneller, okay, dann ist er hier unten irgendwo. Mal umgucken. Weil wer mich erkennt, ich übersehe sowas sehr gerne. Ich glaube, wir sind schon vorbei, ne? Alter, Musik, geh mir mal gerade mal nicht auf den Sack, ich höre sonst nicht gut. Es wird schwächer, okay, hier ist er nicht mehr. Fahren wir hier durch den Busch. Das ist nicht kontrollierbar. Der Wagen ist hier nicht kontrollierbar auf diesem Terrain. Das gibt's gar nicht, ey. Oh, come on. Komm, 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 bitte. Tu mir den Gefallen. Alter, jetzt komm hoch. Vielleicht müsste er hier stehen. Ja, der steht da oben drauf. Wie soll man wetten? Warte, machen wir mal ganz kurz was. Wir spawnen mal ganz kurz auf die Straße, dass ich da oben nochmal gucken kann, weil ich glaube, der ist einfach da oben drauf. Er ist oben auf der Straße, steht er da am Berg dran. So. Da vorne steht... Oh, Alter, bin ich blöd. Guck mal, was da vorne steht, ey. Oh, Intelligenz, hallo? Ja, hier bin ich. Nicht. So, 2 von 10 haben wir von dem gefunden, gut. 40 Punkte wieder, schönes Ding. Sind wir noch Level 18. So. Jetzt mal wieder Cockpit machen. Ah, komm schon. So, jetzt wieder auf dem Terrain, was der Ferrari lieber mag. Hier steht Score 458 Italien in den Innenraum. Cool. So. Dann heizen wir mal ein bisschen heute. Wow. Mein Gott, warum sind die heute draußen alle auf dem Flur so laut? Ich glaub's nicht, ey. Da kann man nicht mal in Ruhe aufnehmen. Wow, oh, 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 oh. Hallo, ja. Ich bin Waldspringer vom Beruf. Kennt man, einen Beruf kennt man, ne? Gut, dann schön. 2,7 Kilometer durch die Wiese, ja. Sieht aber auch geil aus von innen. Oh, ich liebe den Wagen. Ah, oh, ich liebe ihn. Mit dem Auto will ich es treiben, kein Scherz. Anderes Thema sofort, bitte, danke. Ach komm, das ist doch nicht der letzte. Wie viele Fracks sind denn hier auf dieser Strecke? Steht die Karre jetzt schon wieder? Machen wir mal weiter, mal gucken, wo es schneller wird. Mal kurz hier rein. Nee, hier ist er nicht. Wo steht er denn? Ah, da vorne. Okay, gefunden. Nächstes Wrack. Den hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gefunden. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gefunden, ne? 2 von 10. Ach, den hatten wir schon einmal. Okay. 40 Punkte. Way. So. Aber ich werde, denke ich, eh nicht alle Wrackteile finden, deswegen, theoretisch könnte ich es auch lassen, aber... Weil ich werde die nicht nach dem Let's Play, wenn wir die ganzen Rennen hier fertig haben, nochmal fahren. Also die suchen, nein. Das könnte mal ganz schnell knicken gehen, aber... So sehr motiviert mich das Spiel dann doch nicht, nein. Das muss nicht sein. So. Lass mal ein bisschen fliegen jetzt. Ihr Fahrziel befindet sich noch 1,5 Kilometer entfernt. Okay. 1,5 Meter ist ungefähr, ja, für, also für Menschen wäre das in umgerechnetem Tempo, den wir hier fahren, 1,5 Meter. So. Boah, der hat aber auch einen Deckantrieb, das ist übel, wie wenn er aufs Gas tritt, wie er direkt einmal rumschwenkt. Das wird gleich richtig lustig im Rennen, wenn ich die Karre da mehrfach drehen werde. Ihr seht immer, wenn ich aufs Gas trete, wenn ich in einer Kurve rausfahren will, dann dreht er erstmal durch. Muss jetzt mal das ESP eingreifen, dass die Karre nicht komplett wegdreht. Entschuldigung. So, da haben wir sie doch schon. Sind wir da? Sie haben Ihr Fahrziel. A2-Meisterschaft. So, Herr Uhrmacher, Sie haben ja einen einfachen Sieg angekündigt. Aber das wird wohl nicht laufen wie geplant. Werden Sie auch noch so großspurig reden, wenn Sie verloren haben? Ach, wissen Sie, manchmal genügt schon ein Sandkorn, um den besten Mechanismus zu stören. Aber dieses unbedeutende Sandkorn bekommt keine zweite Chance. Ich werde es zerquetschen, zu Staub machen
und wegpusten. Ja, dann mach du mal. Kümmere dich um das Sandkorn. Ich bin das nicht, da bin ich mir ganz sicher. 500.000 kriegen wir dafür. Wow, nice. Okay, erst machen wir erstmal ein Zeitrennen mit unserem Ferrari 458 Italia. Und werden wir Stuart mal zeigen, wer der richtige Fahrer hier ist. Aber gut, so. Die Motoren auf der Startgeraden werden gestartet. Letzte Momente der Erwartung, bevor der Kampf um die Spitze beginnt. Was für Überraschungen wird die Solar Crown diesmal für uns bereithalten? Weiter weg, warte. Die Sicht hätte ich gerne. So, dann wollen wir mal. 1,50 haben wir Zeit. Das sollten wir mit unserem Ferrari ohne Probleme schaffen. Ich hoffe, dass nicht so enge Kurven hier kommen, weil ich würde gerne sehr viel heizen. Und nicht mit Kohle, nein, mit Benzin. Geht aber auch gut, die Karre. Geht aber richtig schön. Oh, schon 2 Sekunden. Ich habe gleich 300 drauf. Wow. Oh. Die Kurve wird eng. Oh Mann, ich liebe diesen Sound, ich liebe diesen Wagen. Oh mein Gott, ich kann mich überhaupt nicht aufs Rennen konzentrieren. Der Wagen lenkt so ab. Obwohl, dann kann ich mich aufs Rennen konzentrieren, theoretisch, ja. Hoppala. Weil mit dem Wagen fahre ich ein Rennen. Wir haben eine Symbiose. Wir hängen einfach zusammen. Ja, das ist perfekt. Der Wagen und ich. 4,8 Sekunden. Alter, man fahre ich die gerade zu im Grund und Boden krank. Das ist echt heftig. Ist ja nicht mehr schön, was ich hier mit den Gegnern gerade anstelle. Oh, scheiße. Ja, da sind die. Komm raus da. Da sind die 4,8 Sekunden schon mal weg. So ein bisschen Teil davon, denke ich mal. Scheiße. Oh. Na gut, dann nicht. Dann sind die halt nicht weg. Auch wenn, okay, wird noch eine Sekunde am Ende abgezogen, weil ich da in der Wand war. Aber trotzdem, also die Hänge kommen mir nicht gut mit, dafür, dass ich einen Unfall hatte. Ey. Da sind die 4,8 Sekunden wieder. So, wieder rausbeschleunigen. In die 90-Grad-Kurve reinbremsen. Leicht aufs Gas treten, damit das Heck nicht kommt. Und die nächste Kurve müssen wir, glaube ich, bremsen ein bisschen, ne? Weil ich glaube, die kann ich nicht, nee, die werde ich nicht mehr Vollgas fahren können. So. Und da vorne schon das Ziel. Einfacher Sieg. Zeitrennen sind mit dem Auto gar keine Probleme. Lässt sich doch super fahren. Also, wenn man ein bisschen mit dem Gas rumspielt, dann geht das. Dann ist der Wagen auch nett zu mir. Ja, dann geht das. So best. Was haben die für ein Auto? Ich muss mal kurz gucken. Achso, ja, das ist online. Okay, ne, weiß ich jetzt gerade nicht. Gut. Muss ich gleich mal gucken, was die alle für Autos fahren. Ich habe da gerade SLM-Erklärung gelesen. War das richtig? Nette Karre, die dann da mitfährt. 7,2 Kilometer ist nicht viel. Das ist nicht viel, ne. Werden wir das mal kurz erledigen, ne? Start, los geht's. Die Maus könnte mal aus dem Bild. Danke, Spiel. So. Was haben Stuart und so für Autos? Die Motoren auf der Startgeraden werden gestartet. Letzte Momente der Erwartung, bevor der Kampf um die Spitze beginnt. Was für Überraschungen wird die Solar Crown diesmal für uns bereithalten? Die Solar Crown wird mal bald ein neues Auto spendieren, wie ihr seht, weil der Stuart fährt einen eigenen lackiert. Müsste mal da. Der Stuart fährt wieder einen mit einer extra Lackierung. Das ist dann sicher der Fahrer SLR Stuart, würde ich mal sagen. Ein Cabrio sogar. Oh ja, wir haben das Geld ja, ey. Aber da werden wir wohl ein Duell hier nach der Elite-Meisterschaft haben, so wie es ausschaut. Dann wird da nicht so ein extra lackiertes Auto fahren. Cool. Freue ich mich schon drauf. Seinem SLR geht aber auch ganz gut ab, ey. Das ist nicht gerade mal hier ein Pappenstiel, was er da beschleunigen kann. Und außen vorbei. Oh. Da muss er sich drüber ärgern, dass er selbst außenrum schon von der Ferrari überholt wird hier mit seinem SLR.